Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farmers Live mit Achim. Hallo. Moin, Misty. Moin. Wir haben heute noch vor, den Winterputz zu machen, also alle Maschinen, die wir hier so sehen und dreckig sind. Also Sämaschinenkörper sehen schon mal gut aus. Einfach mal ein bisschen abdampfen. Die haben wir ja im Frühjahr noch. Moin. Nach der Aussaat. Na, geputzt. Gerade im Schwader sieht man der letzte Schnitt, dass einfach nass war. Ich gehe direkt mal zum Hochdruckreiniger. Du findest ja noch in der Werkstatt beim Kundendienst. Hm? Weil der müsste ja auch heute Mittag, Abend fertig werden. Und dann musst du Johnny noch im Winter. Neue Maschine. Hoffentlich bald da. Alte weg. Also putzi putzi. Mann. Da kommen sie. Fettpressklemmer. Da Klingquelle, ganz wichtig. So, komm mal den Fan out, den Johnny auch direkt ein bisschen hier. Ja, die Hand nur mehr. Hey! Hey! Du Assi. Nehmen wir hier. Unser Hochdruckreiniger ist dreckig. Probier's grad. Irgendwie ist es sehr hartnäckiger Dreck. Egal, lass mal. Ich warte auf dich. Ja, und ich versuche mit dem Schwader rückwärts schöner Fahrer. Kann sich nur um Stunden handeln. Aber wir können beim Fahrer. Yeah. Das sagen sie alle. Nachher haben sie einen schrotten Schwader. Nö. Ah, oh, come on, ob der Schabsenker. Wieso muss der eigentlich so ein dummes die Schwad ablassen beim Henker? Ballerpresse ist die fertig geputzt? Ich glaub schon, ja. Dann Kunstlingerstreuer. Genau. War ja auch noch bis kurz zu meinem Einsatz. Warte mal, ich hab grad eine Nachricht auf mein Handy bekommen. Große Nachfrage. Holz, die Gerst, was will er denn? Bestimmt Holz, oder? Hackschnitzel. Ja. So, wann kommst du denn wieder? Bin auf dem Weg. Ich warte. Hallo. Hallo? Ja, hallo. Hallo. Warte, wie so ein Waschautomat hier. Brrr, direkt loslegen. Ja, wenn ich doch immer bloß so schnell gegangen, der Putzer. Schön hinten den Auswurf freimachen wieder. Nee, da ist noch Dreck. Nein. Ey. Hier, Jabberlot. Hey! So. Oh, far away. Ey. Das geht mir zu lange hier. Hoi. Frontlader könnte ich. Ah, der ist aber für den Fendt, gell? Ja. Guck mal, der Preislo, wie sieht der? Ja, ein bisschen dreckige Reifen, aber sonst. Zapfwelle, was haben wir mit der gemacht? Der Zapfwelle gemacht. Warum ist dreckig? Jo, ein bisschen. Busy. Ja, Ballenpresse sieht gut aus, Ladewagen sieht gut aus, Schwader sieht gut aus, der Hänger sieht gut aus, wo haben wir unseren zweiten Hänger? Ah, bei den Pferden. Ja, sonst sieht's eigentlich ganz, warte mal, gucken wir mal die Gewichte an. Das hier Gewicht sieht gut aus. Grüße. Oh, hallo. Hallo. Der Kurz hier. Moin. Fragen, ob ihr Zeit zum Pressen habt. Oder ob ihr die mir mal ausleihen würdet. Ja, wenn du willst, könntest du sie eigentlich auch mal ausleihen. Also, dir der dem oder auch schon vertrauen, der dir mal sagen, oder? Ja. Okay. Die Stadt in der Halle durch halt Ballezähler auf Null. Und dann. Ja. Siehst du ja, wie viele Baller du hast. Willst du die Baller behalten oder? Die würde ich gerne okay.
Dann der hat nämlich pro Balle 100 Euro noch machen. Pro Balle 100 Euro? Ja. Wenn ich sie behalte? Ja, wenn du Balle pilch. Okay. Mhm. Gut, machen wir. Okay, gut. Dann hol ich die ab. Jo. Jo, passt. Ach so. Gut. Meld mich dann, ne? Jo, passt. Mann, hab ich mich erschrocken, ich hab gar nicht mitbekommen, dass der... Hast du angenommen, oder was? Oh, wird mit Absicht. Ja, irgendwie... Ich kann den nicht... hochlassen. Ja, ich glaub, wir können's aus, dass irgendwas kaputt ist. Okay, jetzt geht's. Ja, das ist... Ja. Ja, das ist, ja, bekannt, ja. Ach so. Wenn ja? Schön, dann besser irgendwo ausklappt, ne, oder? Ja. Weil dann kann man später auch nur abschmieren. Wenn er dann nicht umfliegen tut. Hör mal, was ist jetzt klappen? Das ist immer gleich, wenn er ausklappt, der. Um sie hier hindrehe. Rückwärts, rückwärts. Gott, 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 mir nix an. Abblasen! Ja. Und fahren sie weg hier. Oh, ich sag. Oh. Ist mehr Bock? Schon. Ich glaub, da könnte man auch noch neue Messen machen. Könnten wir mal machen, ja. Häng diesmal schon mal an. Ja. Ja. Da machen wir neue Messer rein, besser so. Haben wir da nur eine da oder machen wir die beim Pido nachher mit nochmal? Genau. Das kann ich gerade ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Bühne kommt runter. Oh ne. Kommt sie runter. Gucken wir mal schnell hoch. Was steht da eigentlich oben? Da steht der Flug oben, aber vielleicht liegen hier Messer. Achso, ja, guck mal. Moin. Servus. Servus. Ich wollte nur sagen, dass eure Sache oben beim Lader sind, wo ihr bestellt habt. Okay, nice. Das ist gut. Da würde von der Sache, wo die von euch dann nur 3468 bekommen. Und der Fan, wo ihr mir gebracht habt, der ist auch fertig und da kriegt er nur 1500. Also insgesamt. 5000? Ja. Okay, dann überweisen wir das mal. Ich überweise nicht, dass wir es zweimal überweisen hier. Sind jetzt eigentlich oben noch Messer oder? Ja, hier hinten liegen noch ein paar, aber ich weiß nicht, ob die reichen. Ja, doch, müssen reichen. Oh, gut. Ja, dann kommen wir gleich mal runter und. Hollet du find? Jo. Jo. Ja, ich hol mal das Auto, ja. Also, wir sehen uns. Geld muss auch kommen, sei glaub, wenn ich es richtig sehe. Ja, gut. Perfekt. Ja, und dann kannst du schon mal im Hinterkopf behalten, dass der Johnny auch bald kommt zum Kundendienst. Eigentlich könnte man den auch, wenn du Zeit hast, gleich mit unterbringen, oder? Ja, dann könntest du gleich mit unterbringen. Oder, Willi? Was hat kurz für ein Gewicht? ja. Hat der genug Leistung? Fragen gerade auch. Das sieht ihr ja noch. Was hat der für ein Gewicht? Ein geiles, gell? aber wir hängen es mir wirklich ab. Achso, ja. Jo, da bin ich. Moin. Moin Moin! Da würdest du mir jetzt mitnehmen. Yeah. Ui, ja, genau. Hat der genug Leistung? Ist mir gerade mal so eingefallen. So, was ist denn hier? Blöd. Und ich stock gerade mal noch. Guck, ob. Wollen wir laufen, guck, ob alles passt. Also, Pido.
Ja, wir kommen jetzt noch runter. Vielleicht sieht man sich noch Michelle und Johnny einfach nicht mehr zu finden mit und wir wissen ja Bescheid. Das ist einfach so wie beim Fan, große Kundendienst machen, Triebeöl, Hydraulik, ja, ist ja logisch. Ich hatte zusammen Motoröl, Filter, einfach so wie beim Fan. Okay, gut. Jo, perfekt. Also, ich mache auf den Weg, ne? Ich melde mich, wenn ich das bin. Du, mach das. Ja. Gut. Jo, hab ich schon gemacht. Perfekt, also. Ciao, 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 ciao. Oh, zu viel. Oh nein, ich will nicht beim Kurz mitfahren. Entschuldigung. Wenn man gerade vorausfahren. Komm mal, und so geile Presse von hinten, Guga. Er kriegt eine Balle geschenkt. Ja. Ich glaube, dem kann man echt sehr vertrauen oder so. Außer der fährt jetzt bei der Ausfahrt hier irgendwo gegen. Hey, dann. War der? Der genug Leistung? Ich kann es jetzt sagen. Wie wollen sie denn? Wird das sich wahrscheinlich melden, wenn nicht, ne? Da war ein Randstein. Das ist nur eine Illusion. Okay, perfekt. Wenn wir dann kommen, du findest Clay. Ah, mein Dreh, weißt du, heute wird es wahrscheinlich enger, aber morgen früh vielleicht noch du Johnny Holder wieder in der Werkstatt. Aber dass dann für den Winter für dich sind, dass wir da noch Schnee bohren können. Ja. Oi, was machst du denn? Ja, ich hab's Lenkrad spät, los, klasse. Ja, hab's gemerkt, ne? Oh, guck mal hinter uns. Oh, was ist denn jetzt hinter uns? Ja, leck mir mal, hier ist Verkehr. Jo, jetzt kurz ab. Jo. Geht der Fred schon aufs Feld zum Coupon? Ja, und ich glaub. Das macht nichts, wenn mir auch mal einmal presset und gerade hat nur noch mal zusammen geschwadert. Ja, moin. Viel Spaß. Zum Glück pressen wir da nicht. Ja. Das stimmt allerdings. Herzeil. Werde, kommen wir nachher auch noch vorbei, Guga. Stimmt. Da haben wir den nicht vergessen. Da will ich noch was. Oi. Da will ich noch hier was gucken. Genau. Ja. Perfekt. bis jetzt ist noch keine Leistungsdiagnose da von unseren Pferden. Ja, sind ja auch noch zu viel unterwegs. Ja. Ich hoffe, die nächste Beide kommen. Ja, hoffen wir es. Jo. Hoffen wir es. Ja, denke ich auch. Johnny muss man auch bald wieder tanken. Ich mach das ja noch. Ich glaube, sehen sie nicht, aber vielleicht immer ans Gute denken. Ja, genau, glauben. Ans Gute glauben im Menschen. So, jetzt habe ich's. Gut. Ja, du bist auch der Schlauste vom Schlauschen, oder? Warum? Wo soll ich mich gleich beim Fan hinstellen? Auf der Agoschiene oder war? Hätten wir einen dabei. Der ist gerade echt. Perfekt. Ja, ich fahr mit dem Johnny nochmal hoch. Ja gut, das ist aber jetzt. Ui, Hugel. Das habe ich mir gerade so gedacht. Also, es wäre schön schnucklig hier drin geworden. Ich lauf mal zum Peter und BGA und guck, ob. Aber vielleicht irgendwo da ist. Ob man sein Auto ausleeren könnte oder. Ja. Ich fahr schon mal hoch zum. Seinem Betrieb da, uiuiuiui. Zu der Spedition. Bibim! Ui, und am Arsch! Ja, bisschen Sport mal machen. Ja, schadet dir nicht, nein. Okay. Was soll das denn heißen? So. Ja, Kettensäge kann ich ja dann gleich hier reinlegen. Schneeschild vorne, Kehrmaschine hinten, passt. Ja, perfekt. Einwandfrei. Ja. So muss das laufen hier. Jo. Und nicht anders. Jo. Jo. Ich gedenke.
Yay. Ah, oh, das ist immer so, man denkt immer, man ist 5 Stunden hier unterwegs. So gut, von Peter Grieß Auto, wir haben kurz auf WhatsApp geschrieben, weil der ist halt hier in der Gegend gerade. Okay. Hat gemeint, Schlüssel stecken, und das tun sie. Gut, zu wissen, dass die Schlüssel da stecken, du hey. Irgendwie schon. Gut, ich glaube gerade nur... Denkst du, es ist schon chillig, dass wir genau das gleiche verlangen für die Beine und wir sie gar nicht fressen? Ja, aber Ballepresse nutzt sich auch gleich ab. Ja, das ist spannend, aber wir haben keinen Stundenlohn. Wir müssen Stundenlohn draufpacken, wenn wir da sind. Na gut. Wir haben immer nur die Ballenpresse berechnet. Eigentlich schon. Huch. Ja, nein. So wie es aussieht, packt doch Presse. Ja, irgendwie gerade oder? Ja, aber irgendwie muss man ja auch lukrativ halten, wenn wir sie pressen. Ja. Da muss ja sich irgendwie... Muss ja auch irgendwas lukrativ sein, weil sonst leitet sie sich ja jede Jahr aus. Dann, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, der presst der Wille. So, machen wir mal Schneeschild vorne dran. So, auf damit. Oh, ich habe gesagt, auf damit. So, da im Container sehe ich schon unsere Kettensäge liegen. Ja, ja. Okay, ist ja auch noch putschen gefahren. Oder einfach auf den Beifahrersitz legen. Naja, verlierst du noch. So, Leute, die gemerkt, will der sie auf Pritsche drauflegen. Naja, fehlt es, das ist Kammer groß. Wo ist meine Kettensäge? Oh. So. Nee. Hey, hör mal. Mach mal nicht so einen Lärm da drüben. Ach, ein Schild ist schon nicht geil, ne? Ich gar nichts mehr vorne. Wenn jetzt mit dem Auto entgegenkommt, das schiebe ich weg, du. Schwierig. Das schiebe ich weg. Machen wir mal Licht, dann lass es sehen, dass ich komme. 3. Im Winter. Wird schon dunkel. Ja, und man tut nur Ballerpresse. Ja. Kennst du nicht das Spätstroh? Doch. Wieso fährt er jetzt nur noch 33, wenn ich Schneeschild? Bitte. Drückt das Gaspedal komplett Ure hier. Ui. Ja, schön kurz mal geblendet. Oh, ja, no. Ja, da sollten wir vielleicht als nächstes mal gucken, ob wir ein bisschen was Größeres hier herholen. Ja, lohnt sich eigentlich nur heute. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Was haben wir für Anbaugeräte, wo man größere Schlepper bisher berichtet? Ja, aber wenn wir halt holen, dann sind wir wieder gebunden daran, dass der Johnny sie erstmal. Klar, man sollte erstmal gucken, dass man irgendwie Geld verdient hier. Ja. Und dann noch keine halbe Million ungefähr übrig vom Rosen. Nur nicht ganz. Ja. So, stellen wir Kehrmaschine direkt hier hin. So, ablassen habe ich gesagt hier. Lange. Klopft's. Ja. Kundendienst hat alles passt. Also, mir ist mal. Ist mal nichts anderes, was jetzt aufgefallen, dass es nicht passen wird. Also da hat nur 33 führt. Häng mal kurz den Frontfahrerbilder an, dann muss ich nicht aussteigen. Ja. Wir sind noch eh nur zu den Pferde. Dann können wir den nämlich auch noch kurz waschen. Ja. Waschen. Packt doch find alt die Kunstsämaschine. Ich weiß es nicht. Machen wir mal ausprobieren. Komm, jetzt erstellen wir mal ein bisschen mit dem Wasser spritzen. Ui. Gerade der Frontlader hat gearbeitet, dieses Saison schon. Mhm. Viele waren hin und her gestorbelt. Ja, und damit würde ich auch sagen, das war's mit dieser Folge. Fahren wir live. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen.
Verbesserungsvorschläge auch immer gerne in die Kommentare schreiben. Abonniere, vergesse, Glocke aktiviere und ciao. Ciao, ciao.